Man muss natürlich teilweise um 3 Uhr morgens auch mal aufstehen. Dementsprechend früh hat man natürlich auch Feierabend. Englisch ist wichtig an einem Flughafen, wenn man mit allen Menschen, die man hier täglich begegnet, zu tun hat. Das ist halt diese Offenheit, die man auf jeden Fall mit sich bringen sollte, um diese Ausbildung auch mit Leidenschaft ausüben zu können. In Stoßzeiten kann es schon mal ein bisschen stressig werden. Und man hat ja natürlich auch mit gefährlichen Gütern zu tun. Dafür ist es auch spannend, so eine große Verantwortung zu haben. Aber man sollte schon ein gepflegtes Erscheinungsbild haben, weil man halt wirklich in der Logistik auch nie weiß, mit wem man halt am Tag zu tun hat. Es kann halt immer mal was passieren, dass man halt vielleicht auch mal direkt zum Kunden fährt. Körperlich ist es schon manchmal sehr anstrengend, aber auf der anderen Seite macht schon ziemlich viel Spaß, wenn man der einzige im Freundeskreis ist, der halt auch einen Gabelstaplerführerschein hat, weil das schon ziemlich abgeht. Ich wollte gerne etwas machen, was vielfältig ist, was abwechslungsreich ist. Also ich könnte jetzt nicht einen Bürojob für 3 Jahre lang machen und immer nur das Gleiche machen. Klar, man arbeitet natürlich auch im Büro, das gehört zur Ausbildung dazu. Aber ich finde, der Beruf passt sowohl zu Männern als auch zu Frauen gleichermaßen, weil man ja nicht nur zum Beispiel am Check-in arbeitet, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Jedes Mal ist man wieder neu in dieser Situation drin und hat wieder verschiedene Problemsituationen, die man lösen muss. Und das finde ich persönlich sehr spannend und daraus kann man viel für sich selber ziehen. Ja.